In letzter Zeit wurde bei ganz vielen StumbleGuys-YouTubern eingebrochen. Darunter sind Standard-Skill, iCryMix und vielleicht sogar noch Lumex. Aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr am Ende von diesem heutigen Video. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und jetzt starten wir direkt mal ins Video. Auf Platz 6 befindet sich der englischsprachige Fortnite- und Real-Life-YouTuber FaceAdapt. Im folgenden Clip hat er einfach eine Aufnahme von seiner Überwachungskamera gezeigt, wie ein Einbrecher in sein Zimmer eingebrochen ist und Gegenstände im Wert von vielen hunderttausend Euro geklaut hat. Darunter waren teurer Schmuck, Designerklamotten und teure Uhren. FaceAdapt hatte auch extrem viel Glück, dass er eine Überwachungskamera in seinem Zimmer hatte, denn nur dadurch konnte die Polizei den Täter ausfindig machen. Hier habt ihr aber mal den Clip dazu. You hear someone climbing up and then he's in the door. Boom. And then as soon as he comes in, he leaves and he leaves my actual office for like 10 to 15 minutes. He's gone. And opening drawers and closing drawers and just grabbing things. Like here, listen. And then right here, this is him coming back into my room after being gone for like 10 minutes. He has like a bag, you can't really see it. At first there's another clip where I have it slowed down. But he has a bag. There's my Canon 70D. That's my camera I used to vlog with. He just grabs it, throws it in his bag. He also grabs Mito's camera, which was in my room at the time. He's going through all my drawers, looking at me, just opening them, looking for whatever he can find. I don't know what he finds over here. Like, it looks like he finds something. He's opening drawers all over the place over here. Grabs the vape jacket, of course. There you go. Good job, bro. You're officially. Auf dem fünften Platz haben wir den YouTuber Deji und ich finde diesen Clip richtig, richtig unverschämt. Und zwar wohnt Deji bei seinem Bruder KSI, wenn ihr es noch nicht wusstet. Und aktuell wohnt er halt eben in einem Haus, beziehungsweise in einer richtig großen Villa. Und um seine Villa herum ist ein Tor und eine Mauer, damit halt eben nicht Einbrecher einbrechen können oder unerwünschte Gäste sein Grundstück betreten können. Und das ist ja auch verständlich, weil man als großer YouTuber seine Privatsphäre auf jeden Fall schützen muss. Aber ein richtig frecher Fan kletterte einfach über diese Mauer und klingelte bei Deji. Deji meinte dann zu dem Fan, dass er nicht einfach ohne Grund so vor seiner Tür stehen kann und dass man fremde Grundstücke nicht einfach so betreten sollte, weil das einfach verdammt unverschämt und zudem auch sogar illegal ist. Hier mal der Clip dazu. Okay, do you want me to sort it out? No, I'll do it. You sure? Yeah. I'll sort it out. Wait. Are you vlogging? Yeah. Hi, I'm Lauren. Hi. Do you carry on? I'm vlogging, yeah. Okay, You're just gonna pretend as if you didn't just climb over my fence? Oh, no, basically I just moved in around the corner, so I just thought I'd come say hi. You know I have a gate, right? Yeah, no, I don't think it's like. Yeah, sorry. Go back the way you came. Go back the way you came. Well, I can't, it's like. I don't care. Go back the way you came. Yeah? Ah! Yeah, keep going. Yeah, I wanna slip. I don't care. You don't break into people's houses. There's a gate for a reason. Even if you are a neighbor. Auf Platz 4 befindet sich iCryMix und ich glaube, zu iCryMix brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich meine, er ist meiner Meinung nach einer der besten Gaming-YouTuber in ganz Deutschland und hat vor kurzem sogar angefangen, StumbleGuys-Videos hochzuladen, was ich auf jeden Fall extrem feiere. Wenn ihr das auch feiert, dann lasst diesem Video jetzt schon mal ein Like da. Aber eine böse Person hat iCryMix und seine Ex-Freundin Mylin einfach mal ausgeraubt. Und das in seiner Tiefgarage. Wenn ihr euch noch an Mylin erinnern könnt, dann geht jetzt mal runter in die Kommentare und kommentiert Hashtag Mylin. Naja, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Und zwar wurden ihm während diesem Raubüberfall viele teure Uhren abgenommen und es entstand ein sehr, sehr hoher Schaden. Aber das Wichtigste ist, dass keiner zu Schaden gekommen ist und alle, sage ich mal, unverletzt blieben. Hier habt ihr mal das Video von iCryMix. Also in die Tiefgarage reingefahren, ich habe das Auto geparkt. Mylin hatte die Burger King-Tüte in der Hand mit dem Essen
Und ich habe schon mal zwei kleinere Gepäckstücke mitgenommen. Eine Laptoptasche und eine so eine Reise, so eine große Sporttasche, so eine Reisetasche hatte ich in der Hand. Beide Hände also voll. Meinen und ich laufen in die Tiefgarage rein. Denn von der Tiefgarage gibt es einen direkten Zugang in unser Wohnhaus quasi. Also da sind so zwei Feuerschutztüren hintereinander, wie so eine Art Schleuse. Eine Tür, dann so ein kleiner Raum, nächste Tür und dann ist man in unserem Hausflur. Wir laufen also diese Tiefgarage rein. Wie gesagt, ich habe beide Hände voll. Meinin hat auch Essen in der Hand. Meinin läuft auch circa einen Meter vor mir, so ein bisschen vor mir. Meinin macht die erste Tür auf. Alles gut, wir sind in diesem kleinen Zwischenraum. Meinin will die zweite Tür aufmachen, um in den Hausflur reinzukommen. Die Tür geht erstmal nicht auf. Sie will die Tür aufmachen, Tür geht nicht auf, wird blockiert, wird wie zugehalten. Meinin dreht sich gerade um zu mir, will mir sagen, ey, die Tür geht nicht auf. Und in diesem Moment wird diese Tür aufgerissen, so eine Metall-, so eine Feuerschutztür quasi, die direkt zu unserem Hausflur ist, wird die Tür aufgerissen und zwei maskierte Männer mit Sturmmasken auf, stürmen auf uns los. Einer hat ein Messer in der Hand, der ist auf mich gegangen. Einer hat sich quasi vor Meinin gestellt, sie fixiert, damit sie nicht abhauen kann. Er stand hinter dem einen Täter, sage ich jetzt einfach mal, und hat quasi abgesichert, hat fixiert, sodass niemand abhauen konnte. Auf Platz 3 haben wir den englischsprachigen Streamer Dr. Disrespect und ich glaube, viele von euch sollten ihn kennen, weil er ein sehr guter Freund von Montana Black ist. Aber dieser Clip, Leute, toppt wirklich alles. Und zwar hat er eines Tages ganz normal Call of Duty gestreamt, als er plötzlich etwas draußen gehört hat. Naja, daraufhin ging er natürlich erstmal raus, um nachzuschauen, was da überhaupt los ist und kam dann nach einigen Minuten wieder und sagte dem Chat, dass der Stream beendet werden muss. Und das, weil jemand auf sein Haus geschossen hat. Und das zeigt einfach mal wieder, wie gefährlich das Leben von großen YouTubern oder Streamern sein kann. Vor allem wohnt er einfach in dem Haus mit seiner ganzen Familie. Das heißt, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es einfach für seine Kinder oder für seine Frau war. Hier habt ihr mal den Clip dazu. Ladies and gentlemen, I've got to end the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the upstairs window. This is the second shot. Someone shot yesterday at our house. And someone shot again right now and connected with the house upstairs, right? You're driving by, right? Auf Platz 2 haben wir Standardskill und ihm ist wirklich etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Auch er hat aktuell Probleme mit Zuschauern, die seine Privatsphäre einfach nicht respektieren. Nämlich randalierte vor einiger Zeit eine ganze Gruppe Jugendlicher direkt vor seiner Haustür und versuchten ihn mit blöden Aktionen zu schaden, was meiner Meinung nach gar nicht geht. Auf Instagram meinte er auf jeden Fall, dass er diese Jugendlichen auch definitiv anzeigen wird. Ich hoffe einfach für ihn, dass sein Haus mit Überwachungskameras ausgestattet ist, die das Ganze aufnehmen. Weil man weiß ja nie, wozu solche Leute noch in der Lage sind. Hier mal der Clip dazu. Die Leute sind, stecken sowas bei mir im Briefkasten rein und im Flur ist eine Kamera, Digga. Alles aufgezeichnet, machen hier nur Scheiße, aber ihr werdet schon sehen, Jungs. Ich würde mal sagen, Anzeige ist raus. Werdet euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten, die habe ich da nämlich schon öfters gesehen. Und in 4 Wochen stehen sie mit den Eltern vor der Tür und heulen. Passt mal auf, Digga. Ich werde euch updaten. Und ich sag euch so, wie es ist, Digga, wenn... Bruder, ich... Okay, machen wir jetzt aber mit Platz Nummer 1 weiter und auf diesen Clip haben wahrscheinlich alle von euch gewartet. Ich werde euch jetzt eine ganz spannende Geschichte über Lumex erzählen, also bleibt jetzt unbedingt dran und ihr dürft nichts verpassen. Okay, fangen wir mit der ersten Geschichte an. Die ereignete sich vor ungefähr 2 Jahren. Da war Lumex noch ein relativ kleiner Streamer und hatte noch gar nicht allzu viele Zuschauer. Und damals, in diesem krassen Stream, hat er einfach eine sehr, sehr hohe Spende bekommen. Bleibt aber unbedingt dran, denn diese Geschichte nimmt eine spannende Wendung. Na gut, die Spende befand sich in einer Höhe von 1500 Euro. Und das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig krass. Aber noch krasser ist, wie Lumex darauf reagiert hat, denn Lumex hat einfach angefangen zu weinen. Den Clip kann ich euch jetzt einfach mal einblenden. Danke, Mann! Danke, Digga! Und Freunde, wie gesagt, ey Digga, alle mein Herz, ich hätte Max, warum kommt denn kein Alert, Digga? Max, er haut einfach 25 Euro raus. Max, danke, Mann.
Und jetzt wird es noch wilder. Denn am nächsten Tag hat Lumex wieder gestreamt und dann passierte etwas echt Unglaubliches. Ihr müsst euch vorstellen, Lumex hat ja ein relativ reiches Elternhaus. Ich meine, im letzten Video habe ich euch schon gesagt, sein Vater fährt einfach richtig krasse Porsches. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Da seht ihr, welche Autos Lumex fährt. Und ja, wie gesagt, sie wohnen in einer Villa, kann man schon fast sagen. Und haben natürlich auch deswegen Überwachungskameras an der Tür und so weiter und so fort. Und Lumex hat halt eben dieses Display direkt neben seinem PC, wo er sehen kann, was gerade oder wer gerade an der Tür ist. Und dann hat er in einem Stream in diese Überwachungskamera geschaut und hat gesehen, wie jemand einbrechen wollte. Und das Krasse war, das war an dem Tag Halloween quasi. Das heißt, dieser Typ oder Junge, was auch immer das war, man weiß es bis heute nicht, der war einfach in so einem Clowns-Kostüm. So, ich habe euch jetzt zwei Geschichten erzählt. Ihr müsst jetzt herausfinden, welche die richtige ist. Dann schreibt es mir runter in die Kommentare. Im nächsten Video gibt es dann die Auflösung, also abonniert diesen Kanal und schaut euch jetzt nochmal die krassesten Autos von StumbleGuys-YouTubern an.